Steffi Grafs Tochter zeigt sich bauchfrei. Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker: Jess Agassi zeigt ihre stählernen Muskeln +++. Sarah Engels bekommt schönstes Kompliment von Sohn Alessio +++. Jasmin Wagner ist auf Tournee, bis das Baby kommt. Jess Agassi posiert bauchfrei. Ganz im Gegensatz zu ihren Eltern lässt Jess Agassi, 18, ihre 13.000 Follower innen an ihrem Privatleben teilhaben. Regelmäßig postet die Tochter von Steffi Graf, 53, und André Agassi, 52, Schnappschüsse von sich, bei denen sie immer wieder ihren außergewöhnlichen Modegeschmack unter Beweis stellt. Auch ihre Bauchmuskeln, die zeigen, dass sie ebenso sportlich ist wie ihre Eltern, präsentiert sie gern, wie jetzt. In ihrer Instagram-Story lädt sie ein Selfie hoch, auf dem sie ihr T-Shirt geknotet hat. Kinder Alessio, 7, sowie Solea, 7 Monate, mittlerweile angekommen. Vor allem die Zweifachmutter kann ihr Glück kaum fassen. Ich musste erst einmal verarbeiten, wie schön dieser Ort ist. Ich komme gar nicht darauf klar, dass ich jetzt hier bin, berichtet die ehemalige The Masked Singer-Gewinnerin überglücklich auf Instagram. Ihre gute Laune lässt sie sich von niemandem nehmen, auch wenn Sohn Alessio seiner Mama mit einer Aussage gerade gar nicht schmeichelte. Von ihrem Spross erhielt Sarah Engels unterwegs nämlich plötzlich das schönste Kompliment, welches man nur kriegen kann. Der Grundschüler aus ihrer ersten Ehe mit DSDS-Sieger Pietro Lombardi, 30, habe sie gefragt, ob sie noch ein Baby bekomme. Weil mein Bauch wäre ja heute schon größer als gestern, erläuterte Sarah die Begründung ihres Sprösslings. Ihr Gesicht auf Instagram spricht Bände. Jasmin Wagner tourt auch hochschwanger noch durch Europa. Jasmin Wagner, 42, freut sich bereits in diesem Winter auf Nachwuchs. Bis es soweit ist, tourt die Sängerin, die in den 90er Jahren als Blümchen große Erfolge feierte, aber noch munter weiter. 60 Auftritte in 6 Ländern stehen für die Schwangere an. Wir treten ja auch in Skandinavien auf. Dass die Menschen in Dänemark und Schweden so zu meinen Liedern abgehen, ist Gänsehaut pur. Alle haben diese Leichtigkeit vermisst, einfach wieder zu feiern, so Jasmin gegenüber Bild. Doch übernimmt sie sich mit den vielen Terminen nicht? Immerhin ist sie bereits im 6. Monat schwanger. Das Reisen ist zurzeit recht zermürbend und kompliziert, gesteht sie, räumt jedoch ein, aber sobald man auf der Bühne steht, ist alles vergessen. Zudem sei sie superfit, mache Sport und könne deshalb über die Bühne wirbeln.